Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Animalika. Ja, wir sind ja in der letzten Folge da hinten in so einem kleinen, ja, Dorf gewesen mit Kirsche und sowas alles. Haben die ein bisschen erkundet und geplündert. Und jetzt sind wir quasi auf dem Weg wieder nach Hause. Hoffe ich zumindest, dass das der Weg ist. Oh, Hasen. Auf jeden Fall geht hier ein Weg lang. Ist ja auch schon mal was Schönes, ne? Da oben wäre auch wieder ein Stein. Den könnten wir uns normalerweise gleich mal holen. Und da hinten ist auch unser Ballon. Also sind wir auf dem richtigen Weg. So, können wir diesen Stein mitnehmen? Ich kann nicht mal absitzen. Warum nicht? Ach komm, jetzt ist der schon wieder verbuggt. Ich hasse es. Das Spiel ist so schön, aber es sind immer noch viele Bugs drin. Muss man laden. Ist so blöd. Mir gefällt mir an dem Spiel zurzeit nicht. Ernsthaft, mein Pferd ist da hinten geblieben. Jetzt muss ich das alles zu Fuß machen, oder wie? Ja, das wird ja was. Weil das Pferd ist nicht da hinten, das ist da wahrscheinlich wieder stehen geblieben. Gut, dafür können wir hier wieder ein Blümchen mitnehmen und hier noch ein Blümchen. Da hinten steht unser Pferd, wa? Der Stein ist auch weg. Das hat er sich alles gemerkt, aber nicht wie wir vom Pferd runtersteigen. Was ein Hase, okay. Ich heule gleich, wenn das Pferd weg ist. Nee, da steht es. Finde ich ein bisschen schwierig. Und ich hoffe, dass wir das ganz schnell gefixt bekommen, weil das nervt mich ein bisschen. Vor allem, weil mir nicht angezeigt wird, wo mein Pferd ist. Kann ja dann überall sein. Da hinten haben wir wieder so eine komischen Tiere, wa? Ich hoffe, die greifen nicht gleich an hier. Aber das sind die, die wir uns schon mal angegriffen haben, ne? Was ist da für ein riesen Klunker auf dem Ding drauf? Weiß nicht, ob die feindlich sind. Das ist gerade so mein Problem. Der ist auf jeden Fall feindlich. Alter, wenn beide angreifen, bin ich aber tot. Irgendeine DNA habe ich bekommen. Mutierte simple DNA. Also man muss die Viecher echt umbringen, damit man die DNA bekommt, weil wir haben ja da dieses Klonen-Ding. Na, merkst du die Pfeile ja nicht oder treffe ich dich einfach nur nicht? Wir haben nur 4 Pfeile, klassik. Oder konnte ich die umstellen? Wir haben noch hier 21 Pfeile, warum nimmst du denn die nicht? Die waren vor denen, ne? Ja. Und der ist nachgespawnt. Na super. Nee, das ist mir zu gefährlich denn. Ah, wir haben die DNA. Das finde ich gut. Wir müssten da hinter den Berg kommen, ne? Aber das wird hier wohl nicht funktionieren. Na gut. Den Busch können wir da bestimmt hier mitnehmen.
Was ist da hinten? Das ist schon wieder diese Art Zoogitter? Ja. Hier haben wir Füchse. Davon können wir uns da eben mitnehmen. Fuchs muss, geht doch, wa? Mann, Mistvieh. Ah, kannst du mal sterben? Danke. Raw Meat und Animal Hide und Fett. Und ich dachte ja eigentlich, dass ich von dir auch so eine DNA kriege. Aber kriege ich wohl nicht. Aber das waren nicht die einzigen Füchse, die hier rum existierten, dass wir jetzt keine Füchse mehr haben. Das sind auf jeden Fall die Gittertore hier wieder, ne? Dann müssten wir ja, wenn wir hier rumgehen, normalerweise wieder bei uns da oben ankommen. Hier war ja auch irgendwo unser Lager. Den kenne ich hier ja nicht. Okay, hübsch. Noch ein paar Rentiere, gut, die lassen wir jetzt einfach mal leben, weil ich weiß das noch nicht, wie das mit den DNA so alles funktioniert. So hier ein Kohleblock. Auf jeden Fall können wir gegenschlagen. Mal sehen, ob wir ihn auch in die Tasche kriegen. Cool. Ja. Alter. Hat der den platt gemacht? Kommen wir an die DNA da jetzt ran? Ah, er versteckt sich dahinter, wa? Leise ranschleichen, wenn das Ding nämlich tot ist, ist es schon tot. Dann können wir alles mitnehmen. Oh, Dankeschön, Chef. Wir sind ja mal wieder weg, ja? Können wir Sonnenblumen mitnehmen? Nein, warum auch? Ah, der musste ja nicht mal oft zustechen, da war. Das Ding war sofort tot. Wir werden mal nicht da lang gehen. Bisschen Abstand wahren. Ich würde schon gerne wissen, was hier drin ist. Warte, wir können nur abspeichern. Wir backen uns da eh bald wieder fest irgendwo. Ja, auf jeden Fall weiß er, wo ich bin. Mach Sitz. Ist gut, mach Sitz. Da haben wir noch so eine Perle drin, okay. Sitz machen! Ey, du kannst doch nur das Pferd treffen, nicht mich. Lauf! Guck mal, da sind Kühe. Ist das nicht viel interessanter? Alter! Guck mal, Kühe! Nimmst du nicht die Kuh? Ich bin tot. Ja, ob ich vielleicht neu laden sollte? Ich hätte ja nicht gedacht, dass der uns so platt ist hier. Der hört doch nicht auf, oder? Der hört nicht auf.
Wenn ich sterbe, lande ich echt wieder hier vorne? Nee, da möchte ich nicht landen. Gut, genau die Richtung ist super. Weg von dem komischen Flieder. Ne, hier ist er aber auch falsch. Wie komme ich denn jetzt wieder nach Hause? Da hinten hat man doch irgendwo den Ballon gesehen. Auf jeden Fall hier hinten waren wir noch nicht. Weil diese verbarrikadierten Teile kenne ich nicht. So, von hier sind wir gekommen und da hinten war ja auch der Ballon. Dann gehen wir hier wieder durch. Ist wahrscheinlich sicherer, als wenn wir da uns mit dem komischen Vieh anlegen. Müssen wir aufpassen auf die beiden Kollegen da hinten. Ich sehe gerade nur ein, aber ich speichere hier auch wieder vorher. Einfach nur Nummer sicher gehen. Ich habe keine Lust von Anfang an da wieder anzufangen, da rumzuhuddeln, bis ich wieder irgendwann mal hier ankomme. Ein bisschen Timber können wir mitnehmen. Dann sind wir gleich zu Hause. Ich sehe die Windmühlen. Wir hätten gleich hier so lang gehen sollen. Da ist ja noch mehr Timber. Nehmen wir mal alles mit. Die steigt auf der einen Seite ab und ist dann aber trotzdem wieder auf der anderen Seite vom Pferd. Grauenvoll. Ach, wir kommen hier an dem Gewächshaus raus. Ah ja. Dann sind wir ja auch schon wieder zu Hause. Hier mussten wir doch Wasser herkriegen, ne? Hier haben wir die ganze Filteranlage und sowas alles. Ich habe nur ein bisschen Schiss da reinzugehen. Wie viel Platz haben wir noch in der Tasche? Ja, null. Dann lernen wir erstmal die Taschen und dann würde ich mal probieren, ob wir da irgendwie was machen können. Weil da steht ja schon so ein Wasseraufbereiter. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass hier nichts nachspawnt in unserem Haus. Finde ich schon mal sehr, sehr positiv. So, Essen hatten wir noch ein bisschen bei, warum? Meat. Rosehip. Glaube ich, wie heißt dieser komische Tee immer? Weiß ich jetzt nicht. Hagebutte, ne? Hagebutte? Hier haben wir noch ein paar Loks. Feuerholz. Ah, passt nicht alles rein. Aber Loks hatten wir da hinten nicht drin in der Kiste, ne? Bricks waren da aber drin, ne? Ja, Bricks waren drin. Kann man sonst noch was auffüllen? Die Nägel können wir auffüllen. Das ist schon mal sehr gut. Kann man das auch auffüllen? Nee. Doch. Das mit der Haut geht auch. Seile hatten wir irgendwo hier auch drin, ne? Hier zufällig? Ja. Wir haben jetzt aber nichts gefunden, womit wir die Viecher bauen können oder andere Sachen bauen können. Ne? Wir haben einmal DNA gefunden, das ist ja schon mal ganz schön, aber wir haben jetzt keine neuen Baupläne gefunden. Was mich ein bisschen traurig macht. Nein, die wollte ich mitnehmen, das ist unsere Reserve, Essen. Kartoffeln hatten wir auch schon irgendwo drin, ne? War hier, ne? Ja.
Weiß nicht, ob es was bringt, den Fisch da reinzupacken. Wolle kann man wahrscheinlich nicht so gut essen, ne? Weiß mal, erstmal hier rein. Hier haben wir noch mal große Kisten, hoffe ich. Gucken wir mal. Sind die Kisten größer als die, die wir hier gestellt haben? Oder bringen mir die Kisten gar nichts? Scheint so, dass mir die gar nichts bringen. Hier hatten wir die Sachen reingemacht, okay. Dann packen wir mal die Tieren. Die Sachen hatten wir noch hier. Oh Gott, ey. Hier brauchst du auch bald ein Lagersystem für. Los hatten wir hier drin. Hier haben wir auch noch einen Wasserfilter. Also wir haben mehrere Wasserfilter. So, hier hatten wir irgendwo diese Stahlspitzen. Da. Tools haben wir gar nicht gehabt hier. Papier kann hier noch rein. Die Dinge hatten wir doch auch irgendwo gehabt. Hier. Feuerholz passt ja nicht mehr rein. Das ist natürlich doof. Sag mal, das mal darin, das darin. Alkohol hatten wir hier drin. So, das rohe Fleisch können wir auch erstmal da reinmachen. Hier haben wir auch noch Timber und so. So, mehr Timber geht da nicht rein. Dann müssen wir jetzt hier noch reinstopfen. Farbe, die DNA behalten. Jawohl. Können wir erstmal behalten. Und dann versuche ich mal da irgendwie an dieses Wasser ranzukommen. So, speichern. Können wir nicht machen, wa? Wenn ich das Ding in die Hand nehme, kann ich denn damit was machen? Weil das sieht doch hier fast aus wie so ein Filter oder sowas. Ja, aber ich kann da nicht anschließen, war das schade. Kann man hier irgendwas machen? Ja. Wir brauchen unbedingt Wasser. So, wir können ja mal kurz hier unten gucken, in der DNA-Abteilung. Wir haben ja eine DNA. Das spawnt hier alles nach. So, guck mal, wir hätten hier einen Dackelwackel. Aber wir können jetzt gerade nichts bauen. Mutanten. Da können wir hier vielleicht gar keine Mutanten bauen. Aber Docs hatte ich doch irgendwo gesehen. Hier ist der Fuchs, hier wäre der Doc. Ah ja, guck mal hier. Wir haben Ditte. Hier brauche ich den Kür und Tam Dingsbums da. Okay, also wir müssen uns die Sachen suchen. Interessant. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, weil ich mache für heute Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.